Herr Höferer, folgende Frage. Die Schulklassen, die jetzt Verkehrsbeschränkung bekommen oder angeordnet bekommen haben, was bedeutet das denn genau und welche Schulen betrifft es? Also im Laufe des gestrigen Tages, also am Sonntag, sind drei oder mehrere unabhängige Infizierungen voneinander aufgetreten in der Stadt Salzburg, wo unsere Gesundheitsbehörden sich entschieden haben, drei Schulen in Salzburg, das ist das Ausbildungszentrum St. Josef, eine Schulklasse aus der Volksschule Mirabell und mehrere aus dem Bundesgymnasium in der Zaunergasse, die Lehrer und Lehrerinnen, die Schüler und Schülerinnen und teilweise auch Eltern zu Verkehrsbeschränken. Man könnte so sagen, das ist eine Teilquarantäne, weil es eben in den letzten Tagen dort positive Testungen gegeben hat. Okay, eine Verkehrsbeschränkung. Was bedeutet das genau? Das Wichtigste ist einmal auch für uns, dass die betroffenen Personen zu Hause bleiben, ihre sozialen Kontakte einschränken. Rechtlich ist es so, dass es ihnen untersagt ist, zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel und so zu benutzen. Es ist für uns deswegen so wichtig, weil das der erste Schritt ist, denn bei Schulklassen ist das Kontaktpersonenmanagement ein wenig komplexer oder komplizierter, denn die unmittelbaren Sitznachbarn der betroffenen Personen werden dann als Kategorie der Personen der Kategorie 1 geführt, während der Rest der Schulklasse oder des Lehrkörpers als Kontaktpersonen der Kategorie 2 geführt werden. Aber im ersten Schritt sind jetzt einmal alle verkehrsbeschränkt und eben die eindringliche Bitte, auch das ernst zu nehmen, zu Hause zu bleiben. Sie helfen eben alle, das Infektionsrisiko oder das Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten. Wenn man jetzt diese Verkehrsbeschränkung hat, zu Hause bleiben muss, die Lehrer sind natürlich auch zu Hause, gibt es dann die digitale Fortbildung weiterhin oder ist das jetzt mal ein Ausfall der Schule sozusagen? Also nicht der ganzen Schule, sondern für diese Klasse eben des Unterrichts. Also, wie schon gesagt, das betrifft einzelne Klassen. In dem Fall ist es sogar, betrifft es teilweise eben nur den Turnunterricht, weil die Lehrerin eben Turnen gehabt hat oder Leibeserziehung. Wie das die Schulen vor Ort dann lösen, ob sie die Klassen auf Distance Learning oder so umstellen, ist den Schulen überlassen. Da gibt es eben praktisch die notwendigen Schritte vor Ort. Wir Stadt Salzburg und die Gesundheitsbehörden schauen eben, dass die Personen isoliert werden, damit die Infektionsketten so rasch wie möglich durchschlagen werden. Aber man kann jetzt nicht von einem Cluster sprechen. Cluster gibt es nur aus der Red Bull Akademie, oder? Also Cluster hatten wir schon mehrere. Wir stehen momentan in der Stadt Salzburg beim Cluster E, also von A bis E. Der aktuellste ist der Cluster E, die Red Bull Akademie. Das bei den Schulen in dem Fall, also vom Sonntag, ist kein Cluster, weil die Infektionen nicht zusammenhängen, sondern das sind einfach getrennt voneinander positiv getestete Personen. Und daher ist das kein Cluster. Okay, und wie sieht es jetzt in der Red Bull Akademie aus? Da gibt es ja diesen Cluster E, wie Sie schon gesagt haben. Da sind 28 Spieler und Betreuer des Teams, die offenbar sich in Tschechien infiziert haben. Was ist da bei denen für eine Quarantänemaßnahme gesetzt worden? Also es geht um das U18 Eishockey-Team. Das ist seit Freitag dann die praktisch kaserniert in der Red Bull Akademie draußen. Red Bull hat präventiv alle Mitarbeiter und andere Kinder und Jugendliche, die bei der Red Akademie trainieren, getestet. Bei uns ist in den letzten Tagen das sehr intensive oder sehr umfangreichende Kontaktpersonenmanagement gelaufen, weil ja das Schüler und Schülerinnen sind. Die waren dann in anderen Schulklassen, in so Sportklassen. Und im privaten Umfeld ist eine Unmenge an Bescheide und Rechtstitel rausgegangen, um die betroffenen Personen zu quarantinisieren, Verkehrsbeschränken und die notwendigen Tests zu veranlassen. Das war dann gestern am späten Nachmittag soweit. Da haben unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von den Gesundheitsbehörden an unglaublichen guten Job geleistet und wir rechnen mit den Ergebnissen entweder am Montagabend oder sogar erst am Dienstag alle,
Ergebnisse da und wir rechnen natürlich mit weiteren Infizierungen im, nennen wir es jetzt einmal, im familiären oder freundschaftlichen Umfeld der betroffenen Spieler.